Was ist denn eigentlich die Katze? War die nicht noch da? Desmond, darling? Who said that? Oh, nice. I did, of course. How? You can talk now? I mean, you could argue that I always could, and you just didn't care to listen. Look, let's not waste any more time on how unbelievable this all may be and tackle the situation at hand. You are going to die, Desmond, if you do not get to the bottom of all this madness. Simply, you must keep a level head and find a way through this. I will help you, as best as I possibly can. Now, concentrate. Who might have some answers? I don't know. This is weird. Patience, Desmond. Patience and grace. Patience? My patience? Don't you find it curious? You can enter Virginia's apartment and she doesn't even live here. Something strange is happening. You benefit from knowing what that is. It sounds like a plan. Oh Mann, oh Mann. Hallo ihr Lieben, ich bin wieder hier am Start. Ihr seht, lichttechnisch... Also lichttechnisch ist es jetzt ein bisschen anders als bei der letzten Aufnahme. Ich habe einen Geld gekriegt von Benny. Ich habe einen Geld gekriegt, das war so blöde mit dem... Die Katzen oder so voll quatschen irgendwie. Ich habe ein bisschen Mecker mit von Benny bekommen irgendwie bezüglich... des Chroma Keys irgendwie. Ja. So, was? Können wir hier was sehen? Oh ja, das ist... Okay. Was auch immer das sein mag. Gut. Ja, das ist eine gottverdammte Schande gewesen, was da passiert ist. Nein, wir haben nichts Besseres zu tun, deswegen... Kannst du streichen. Alright, let's keep it moving. No. Right there, behind the ears. Oh, good. Alles klar, okay, gut. Wir haben von der kleinen süßen Katze den Tipp bekommen, nochmal in Virginias Wohnung vorbeizuschauen. Und das tun wir. Keep calm and keep going. Alles klar. Alles klar. So, oh, hier. Das Geile ist natürlich, wir haben jetzt die Scherbe und wir kommen in die anderen Areale, irgendwie, die vorher abgesperrt waren. Yeah, okay. So, ein bisschen Batterie, ne? Ein bisschen Fude. So, wo geht's denn hier hin? Hallo? Also die... Ich bleibe immer noch dabei. Es ist jetzt, ich glaube, eine Woche vergangen, irgendwie zur letzten Aufnahme hin. Und, oh, der Dach. Yay, das Dach. Aber die... Ich habe schon wieder total vergessen, irgendwie, was das für eine geile Soundkulisse ist in diesem Spiel. Es ist einfach geil. Macht so Spaß. Dach. So, was haben wir dort? Kommen wir da rein? Was ist das? Ist das ein Beutel? Who is this? Hallo? Some sort of an electrical gizmo. Ein Gizmo? Okay, ein Firlefanz ist ein Gizmo. War ja auch noch nie gewusst. Gucken wir mal. Na, schade. So, da würde ich gerne rein. Und hier nochmal die komplett überflutete Welt. Aber wir kommen halt nicht rein. So, hier haben wir noch ein bisschen... Das haben wir voll. Das ist auch voll, schade. Und hier drüben kommen wir auch nicht rein. Wahrscheinlich fehlt uns noch das, also uns fehlt definitiv noch, ja, das Item dafür. Vielleicht bekommen wir das. Das kann uns bestimmt. So, okay. Dann gehen wir mal erstmal runter und wir gucken uns mal den Rest vom Apartment an. Es dürfte im Keller, waren noch auf jeden Fall ein paar Sachen irgendwie. Hier oben ist jetzt Virginias Raum. Oder ihr... Zimmer, ihr Büro, und selbst da konnte man ja, glaube ich, jetzt rein, aufgrund der Scherbe, ne? Welcome. Dann probieren wir es mal. Nee, ach nee, ist mein Haus. Ach, come on. Nee, come on. So, da kommen wir immer noch nicht rein. Das ist Käse. Okay, gut. Ich dachte, hier geht's zu Virginias Wohnung. Tut's aber nicht. Da müssen wir auf eine andere Etage. Dann nehme ich mal die Scherbe in der Hand. Ich hoffe, jetzt kommen nicht wieder irgendwelche Feinde uns entgegen. Oh. What? What? Kassette? Ist schon abgedreht. Warte mal, steht hier irgendwas? Nee. Okay. Also, fraglich ist ja auch, ob wir jetzt durch diese Art und Weise grundsätzlich irgendwelche Informationen noch bekommen, die wir vorher eben nicht. Oder die halt relevant sind. So war es mal so irgendwie. Oh, nee. Easy. Ich fahre mal erstmal kurz in den Keller runter, weil dort waren ebenfalls noch Absperrbänder zum Durchschneiden. Und ja, schauen wir mal, was wir da finden. Da. Nimm dies! Was? Jawoll. Und jawoll. Hallo, Sir. Ah, sehr geil. Schön. Oh, was ist das? Was ist denn das? I don't want to step any closer. Okay. Da geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Ich glaube... Jetzt haben wir natürlich nicht rein, ne? Schade. Schade. Und hier? Kommen wir da hoch? Hm. Jetzt springen wir einfach auf das Fass hier. Und dann springe ich wieder runter. Das sieht gut aus. That look pretty good. Nice, nice, nice. Schön. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier vorne war die Gasmaske. Da. Oh nice. Hoch, 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 spring. Das ist das Ding. Nein, Mann. Okay. Wir haben quasi 100% Sauerstoff, der ist anscheinend sehr schnell alle. So, jetzt wieder hochhüpfen hier. Hm? Kann ich jetzt hier nicht wieder zurück? Was ist denn das jetzt für ein Firlefanz? Was ist denn das für ein Gizmo? Okay. Spann dich doch mal hier mit der Maske jetzt. Ah, okay, alles klar. Hier unten haben wir noch einen Gang. This is the way. Oh, shit. Maske. Fuck. Okay, alles klar. Und wir kommen hier raus, verstehe. Jetzt können wir ja mal schauen, ob wir damit hier durchkommen. Mist. Käse. Schade eigentlich. Wäre schön gewesen. So. Ich glaube, in dem Raum, in dem wir gestartet sind. Oh, erstmal hier. Na, hör mal. Was haben wir denn hier? Und hier haben wir noch Detektinol. Das gute Detektinol. 20 Pillen sind noch im Objekt übrig. So, okay. Wir müssten auch hoch. Ach ja, und hier würde ich gehen, genau. Und hier haben wir noch Vitalixee. Sehr schön. Cool. Alles klar. Gut, dann hat sie sich mir auch meine Frage erübrigt, weil ich glaube, das Gitter hier gesehen zu haben in dem Startraum. Und das habe ich jetzt verwechselt. Nope. Können wir noch nachladen schnell. So. 2 Schuss genommen. Ich gucke mal ganz kurz. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas übersehen, aber... Nee. Schade. So, hier pulen wir mal schnell durch. Können wir eigentlich noch irgendwas an der Workbench machen? Sieht gerade nicht so aus. Sieht nicht so aus, sieht nicht so aus, sieht nicht so aus. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir mal in den ersten Stock hoch. Also bin ich schon, dass man hier nicht durchkommt. Egal. It's a fuse box. No dice. Dice. Na, das war alt, ne? Ja. Das war alt. So, interessant. Was ist das für ein schwarzer Nebel auf immer? Wie kommen wir denn da durch? So, okay. Und ich glaube, da war Virginias Zimmer. Okay. Oh, echt jetzt? Warum muss ich das erst durchschneiden? Sauerei! Okay. Obwohl. Nicht, dass das kaputt geht. Okay, also irgendwer ist irgendwo noch etwas bisschen angepisst. Irgendwo sind noch irgendwelche Waffen. Oh shit, okay. Sehr nice. Ja. Okay, Moment mal. Dann ist das ja nicht Victorias Zimmer. Okay, dann schauen wir mal. Wir gehen mal erstmal hier rüber. Okay, wie kommen wir denn da durch? Und der Pillenjunkie. Ja. Du kennst mich zu gut. So, habt ihr denn eigentlich eine Theorie, wer der Typ ist, der uns hier ständig anruft? Oh, Mann, Alter. Genau der Arsch, genau der. Oh, so ein Penner. Was nu, was nu? Ah, okay, keine Luft mehr gekriegt. Leichte autoerotische Erfahrung hier. Okay, gut. Warum ist denn hier immer noch diese Trippier-Musik irgendwie? Versteht ja nicht. Ist hier noch irgendeiner, der hier auf uns Jagd gerade macht? It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. Oh, was haben wir hier? Ah, Vitalixee. Gesundheit +1. Da ist er. Und dann war Stille. Zing. Lüftungstechnik. Zing. Ah, hier war noch wieder das schwarze Lumpe. A flame in the dark, hidden in shadows. Was? Braucht hier Feuer? Oh, das ist aber sehr unheilsschwanger. A flame in the dark. Oh, was haben wir denn da? Der ist voll. Hier haben wir noch ein paar Batterien. Hier hoch. Gut, hier komme ich noch nicht weiter. Und da vorne sieht es auch nach schwarzen Lumpe aus. Komme auch nicht weiter. Hm. Ja, mir ist bekannt, dass in diesem Flurabschnitt das Licht flackert. Ja, das wird auch repetieren. Ja, Gary hat recht. Bis dann. Bitte keine Versuche unternehmen, die Flur selbst zu beleuchten. Keine Kerzen, kein Feuer, keine Leuchtpisten. Leuchtpisten ist auch geil. Bitte um Geduld, der Hausmeister. Ja. Das ist schön. Leuchtpisten. Großartig. Oh, hier haben wir noch was. Der Wartungsraum. Ah, alles klar. Der war von der anderen Seite zu. Verstehe. Okay. Cool. So, Violett war... Ja, genau. Virginia. Und jetzt können wir hier durch. Wie sieht's denn hier aus? Können wir uns ein bisschen umsehen? Mit dem Spiegel sehen wir da was? Jo. Und auch hier wieder der zerbrochene Spiegel, ne? Odd place for a mirror. Ja, sehr. Exponiert. Ja. Why is there a mirror here? Oh, okay. Virginia Schlüssel gefunden. Können wir jetzt die Tür noch schließen? Diese nicht. Diese nicht. Diese auch nicht. Hm. But for what is this key? Moment mal, wir haben den Schlüssel für Virginias Wohnung gefunden. Diese Bilder, was soll das sein? Pfannkuchen? Pancakes? Was entgeht mir jetzt gerade? It's locked. Success. Das mache ich auch immer, wenn ich eine Tür aufschließe. Meine Wohnungstür. Aufgeschlossen. Success. Großartig. Success. Was? Warum? Achso. Ebenfalls wieder ein kaputter Spiegel. Eine Schallplatte. Schallplatte. Virginia. Eine violette Schallplatte. Desmond. Desmond. Wir haben darüber geredet, einen Rorschach-Test zu machen. Haben Sie schon mal einen gemacht? Virginia. Nein, aber ich habe schon mal gesehen... Film. Sie zeigen mir ein Bild und ich sage, was ich dabei empfinde. Desmond. Ich zeige Ihnen einen Tintenklecks und Sie sagen mir, wonach er für Sie aussieht. Wollen wir es mal versuchen? Gern. Hier ist das Bild. Eine Blume. Aber sie ist abgeknickt. Zweites Bild. Ein voller Hörsaal. Drittes Bild. Zwei kämpfende Personen. Viertes Bild. Was könnte das sein? Ein Monster mit 6 Armen. Wie Schlangen. Tut mir leid, ich höre mich wie eine Vollidiotin an. Nein, ganz und gar nicht. Es gibt keine falschen Antworten, Virginia. Wie fühlen Sie sich bei diesem letzten Tintenklecks? Mächtig. Ende der Mitschrift. Okay. Ja. Okay, sollte ich jetzt nur diese Schallplatte jetzt hier finden? Lebensbejahende Kunst. Mann. Ja, gut, okay. Dann würde ich mal sagen, bin ich raus. In meinem Büro ist ein Schallplattenspieler. Da könnte man da probieren. Aber tatsächlich würde mich mal interessieren, was das hier vorne für eine Tür ist. Oh shit, und hier geht's ja auch noch weiter. Oder? Oder? Weiter vorne schon? Naja, schauen wir erstmal hier rein. Was ist das? Was ist diese Tür? Wohin geht die? Alans Haus? Who the fuck is Alan? Taschenlampe. Ach du Schande da. Ach hey, okay. Hier ist, scheint Alan eventuell ein Fischer zu sein. Was haben wir hier? Ein Tape? Tom und Alan. Sehr schön. Dr. Wales meint, ich solle schreiben, also schreibe ich. Eigentlich würde ich lieber irgendjemanden anschreien. Heute meinte eine Frau am Leuchtturm zu ihrem hirnlosen Muskelpaket von einem Freund, ich hätte sie schief angeguckt. Also hat er mir in den Bauch geboxt. Ich wünschte, ich könnte beide einfach zu Boden... Ich wünschte, ich könnte beide einfach am Boden verscharren. Ich bin so sauer, dass ich rot sehe. Oha, okay. Okay, wir sind noch voll. Können wir das Messer nehmen? Nein, sieht nicht so aus. Das war witzig, wenn man gleich so, oh, Waffe, potenzielle Waffe. Ich will sie nehmen. So, hier ist schwarzer Nebel. Hier kommen wir nicht durch. Komme ich hier durch? Nope. Was ist denn das dahinter? Eine Batterie. Niente. Nothing. Was ist das? Was zur Hölle ist das? Okay, ja gut. Hallo Alan. Schauen wir mal über das Tonband irgendwie... was uns Alan zu sagen hat. Alan scheint, so wie es den Anschein hat, ein Aggressionsproblem zu haben irgendwie. Und hohe Frustrationsgrenzen. So, hier waren wir schon. Kommen wir nicht durch. Okay, na dann. Ab in die zweite Etage. Dort könnten wir jetzt erstmal uns die Schallplatte mal anhören oder die Kassette von Alan. Aber ich glaube, ich würde erstmal mir die Schallplatte von Virginia anhören. Nicht, dass wir jetzt wieder in irgendeine Welt gezogen werden. Tatsächlich würde ich... obwohl wir... Hallo? Alan Shaw, the one-man freak show, who made all your other patients seem well-adjusted by comparison. From the first moment he stepped into your office, you knew he was doomed. Have fun. Na toll. Schön. Na, das ist natürlich auch geil so. Ach, bei dir ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Bringt nichts, komm. So. Is there a link between Virginia and Alan? I wouldn't rule it out. I guess I'm about to find out. Be careful, Desmond. I will. I can listen to songs with this. Virginia Schallplatte. With dawn. Krass. Krass, 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 krass. Also wirklich, musikalisch haben die hier in dem Spiel richtig aufgefahren, finde ich. Das ist Karaoke, Mäuschen? Karaoke? Hm? Hm? Kann ich die streicheln? Nee, kann ich nicht. Schade. Ja, klang so ein bisschen, hat so ein bisschen was von Disney gehabt irgendwie. Das ist ein Musical-Charakter. Aber dennoch sehr toll und sehr bewegend gemacht. Und war uns dieser Song gewidmet. Hier hinten haben wir auf jeden Fall erstmal zu stehen. A Dollhouse. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal, was uns Alan für ein Mixtape gemacht hat. Ich muss natürlich Alans Tonband reinmachen. Und das ist gelb. Okay. Ich... Bye, Katze! Nun tauchen wir in die Therapie mit Alan ein. In die Psyche von Alan. Sagte der bewaffnete Therapeut. Oh, Brote? Okay. Oh je. So, hier vorne finden wir das erste Tonband. Okay, Mr. Shore, tape's running. Thank you for agreeing to be recorded. Oh, should I just start talking? What do you want to know? What made you decide to seek counseling? Ah, man, Doc, it's just weird. As in, I feel weird, like I'm weird all the time, you know? I'm not saying this right. People think I'm weird, and it's cool I am, but I shouldn't feel weird, right? Okay. How exactly do you feel weird? Off, odd, slightly tilted. I've had these nightmares. Ever since I can remember, I've always had these horrific dreams I can't explain. They recur. Man, like there are themes in them that keep coming back, and honestly, Doc, it's been such a constant that I... shape my life around them, you know? Aha, okay. Alter, was sind das hier alles für krasse Skelette? Das kann doch kein Wal sein, oder? Das ist doch größer als ein Wal. Have you ever seen anyone about these recurring nightmares? Like a shrink like you? No. Honestly, for the longest time I thought it was normal life to wake up sweating, to see things in the dark, frightful things. Ja, tatsächlich ist das natürlich manchmal für die Leute normal. Ja, was für einen so komplett undenkbar ist, irgendwie das jeden Tag zu haben. See, that's the thing I don't get. My whole life I could feel the presence of shadows. I could hear sorrow in the dark. It's poetic, man, I know. I got so used to being paralyzed by dread that I began to like it. And people notice, you know, I say weird stuff sometimes, I guess. At some point, I just decided to live comfortably in this reality, maintaining a beacon of light over a sea of darkness, alone and afraid. But I'd be lying if I didn't admit that I'm being swallowed by darkness or sinking in the depths. Alive, man. It's electric.